Wo bin ich? Ah! Ah! Hä? Balui! Kevin! Oh nein, wir haben das Monster besiegt, aber hä, wo sind wir jetzt gelandet? Oh Mann, ich erinnere. Ah, doch. Kevin hat diesen Knopf gedrückt und wir sind in die Tiefe gefallen. Oh nein, und ich stecke hier fest. Ah, geh mir aus dem Weg, Bett. Wo bin ich hier? Oh, hä? Hallo? Hallo? Oh, ich höre Geräusche. Hier ist jemand. Hallo? Hallo? Lass mich frei! Oh nein! Ich bin gefangen! Oh, ist hier jemand? Hallo? Mich kann keiner hören, aber ich höre Geräusche. Ist das hier ein Todesurteil? Muss ich hier enden? Oh nein! Was ist das? Tag 1 meiner Gefangenschaft. Nein, komm, hier. Nein, 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 ich darf nicht aufgeben. Ich führe kein Tagebuch, wie ich gefangen bin. Ich muss hier irgendwo raus. So, mal hier gucken. Okay, eine Waffe. Hallo? Hier raushüpfen. Ah, geht nicht. Mann, oh, da. Haha. Hallo, oh, da ist noch eine Zelle. Der ist anscheinend gestorben. Hui, okay, wo geht's hier lang? Hallo? Ah! Hallo? Nee, hier ist auch nichts. Hallo? Oh nein. Oh nein. Geht's hier lang? Komme ich hier raus? Hallo? Nein, ich stecke hier. Ah! Mann, das ist ziemlich fies hier und eng und ich hau mir alles an. Oh Gott. Hallo? Kevin, Baloui. Nein, nein, nein. Dann sollte ich doch lieber da lang. Also, einzigst logische Erklärung hier. Ach, wow. Na, ich nehme jede Richtung, die falsch ist. Ja! Ah! Oh Gott! Oh nein! Ich habe einen Bogen bekommen. Ich muss erstmal meine Sachen finden und was essen. Ich wäre fast draufgegangen. Balui! Balui, Kevin! Ich habe einen Bogen. Muss meine Sachen finden. Oh, da. Bam! So, das soll. Au! Nein, 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 ich stecke in den Spinnweben fest. Nein, 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 nein! Ah, ah! Oh Gott. Oh nein, nicht mit dem Fleisch schlagen. So. Okay, dann hätten wir erledigt. Ah, okay. Hier ist jemand hingerichtet. Ah, oder es ist jemand am Pranger. Da hinten ist er. Oh oh. Hast du mich gesehen? Oh oh, oh oh. Könnte böse enden. Was ist hier los? Oh oh, eine Spinne. Eine Schlange. Oh nein! Oh nein, 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 nein. Hallo? Okay, die kommen hier nicht raus. Das ist gut. Dann lasse ich die da. Dann lasse ich die einfach so. Oh, Balui, Kevin! Balui, Kevin! Mann, wo sind die denn? Oh, okay, hier scheint jemand gestorben zu sein. Mann, wo sind die? Gott. Das gibt's ja nicht. Hier sind. Oh, hier sind die Sachen von Kevin drin. Hier sind. Nein, das sind nicht meine Sachen. Wo sind meine Sachen? Sind die hier drin? Ja, das sind meine Sachen. Das sind meine. Oh Gott. Ich muss die anderen beiden finden. Hallo? Basti? Kevin! Du lebst! Oh mein Basti! Gott! Komm her! Ich. Hinter dir! Hinter dir! Kevin! Komm her! Ich habe die Sachen gefunden! Was ist passiert? Ich weiß es nicht! Du hast auf den Knopf gedrückt und wir sind in den Abgrund gefallen! Wo waren deine Sachen denn? Die waren hier bei mir in der Kiste. Deine müssten in der da, glaube ich, sein. Oder in so einem Fass war es, glaube ich. Weiß es nicht. Ah ja, hier! Hier! Oh ja! Hier ist mein ganzer Kram.
Hast du das gesehen, diese komischen Wesen in der Rüstung? Ja. Hast du die besiegt gerade? Nein, bei mir war zum Glück niemand. Hast du jemanden gesehen? Ja, hier sind noch welche. Da an der Seite, aber... Leute! Baloui, du bist auch noch! Ey, schreit doch nicht so rum! Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Wo bist du, Baloui? Hier hinter dem... Ich bin gleich raus, warte jetzt. Alter! Hallo? Hä? Hey! Hier ist einer... Hä, wo habt ihr euer Zeug her? Ich hab gar nichts. Die sind hier in den Kisten. Ich glaube nicht, dass das hier gerade, dass hier gerade irgendwie ein freundlicher Empfang oder so ist für uns. Nee. Hier ist irgendwas los. Ich hab gerade eben ein Skelett besiegt und hab den Bogen von dem bekommen. Der ist verzaubert, so wie es scheint. Hä, wer war das? Ach, Baloui, lass das mal. Seht ihr da? Ach, ich hab hier so scheiß Lederzeugs gefunden. Kevin, schau mal. Kevin, komm mal her. Siehst du die? Ein bisschen vorsichtig. Siehst du die da hinten? Ja. Hast du gegen solche auch kämpfen müssen? Nein. Ne? Lange. Sollen wir sie angreifen? Oh Gott, einer hat mich entdeckt! Der eine steht fest. Ja, umgehauen. Oh, Vorsicht. Oh, was ist denn das? Was ist das da für ein Wesen? Rote gefunden. Schau mal da oben an der Decke! Ey, habt ihr das gerade gesehen? Oh, was ist das da? Lass das mal lieber raus. Ey, habt ihr das hier schon gesehen? Guckt mal. Was hast du denn? Ist der tot? Oder lebt der noch? Ich weiß nicht. Erinnert mich an jemanden. Aus wie unser... Das nicht Revi? Das sieht ein bisschen aus wie Revi, ne? Da ist Revi tot? Das ist nicht Revi, nie im das Leben. Das ist nicht Revi. Aber warum sieht der genauso aus wie Revi? Was ist hier los? Keine Ahnung. Verstehe das nicht. Ich weiß es nicht. Lass uns nochmal in den Raum gucken. Ist da nicht. Und hier geht's da noch. Da hinten irgendwas gesehen. Boah, ich kann da nicht reinkommen. Oh. Du bist der Einzige, der nicht rumfahrt. Als Friedenswächter ist es meine Pflicht, euch zu beschützen. Hier. Dankeschön. Gott. Vorsicht, an den Decken. Ein kleines Monster hier in der Ecke. Ekelhafte Insekten. Oh Mann! Seht ihr das? Was ist denn das hier? Das sind doch Drachenrüstungen! Oh nein! Bunte. Wer hat die genommen? Wer hat diese Drachen getötet? Warum sind hier Drachenrüstungen? Hier ist so ein ganz komisches Buch. Aber da steht nichts drin. Ja, ich hatte auch so ein Buch. Ich hatte schon Angst und wollte ein Tagebuch schreiben über meine Gefangenschaft. Oh, hier ist Essen. Das nehme ich mit. Sollen wir uns an den Rüstungen bedienen? Nein, Kevin. Ich weiß nicht. Ich denke, das ist eine doofe Idee. Wir sind doch für die Drachen und... Aber Kevin, was ist, du hast doch extra mal ganz die kurz, Rüstung abgelegt. Wartet mal, ja, aber ey, wenn hier solche Rüstungen sind, vielleicht sind das auch irgendwie Drachenjäger oder so. Oh nein. Nicht, dass das irgendwelche... Das, vielleicht sind wir in einer alten Drachenjäger-Gilde Vor allen Dingen, überleg gelandet. Mal, Revi, sein Kopf war dort hinten. Vielleicht sind das irgendwie Diener-Revis oder so. Oder ist das hier Revis Basis und die wurde geplündert und das da hinten ist wirklich Revis Kopf? Nein, das glaube ich nicht. Nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Revi ist doch zurück in die Stadt gegangen. Ja, aber weißt du, wo wir sind? Ich erinnere mich an einen tiefen Sturz und dann an nichts mehr. Ja. Ich aber auch nicht. Aber ich habe Kopfschmerzen wie Und ich habe vor allen Dingen noch hier, guckt mal. Das habe ich noch immer. Von dem Monster. Ja. Das nicht. Das vibriert auch so leicht und bewegt sich irgendwie. Nimm's als weg. Wenn das irgendwas da drinne wäre. Oh. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Es sieht so vielleicht so ein Manticore-Ei aus. Hey, wenn du es nicht halten willst, gib's mir. Ja, lass es immer rumreichen. Bist du wirklich in der Lage, darauf aufzupassen, Baloui? Denke schon. Wir sollten es hin und her reichen, mit dass Leben. Keiner dieser Macht ausgeliefert ist. Glaube ich, als ist. Friedenswächter sollte vielleicht nicht solche Sachen in die Obhut nehmen, wenn ich mich immer ins Getümmel stürze. Ja, da hast du recht. Dann lass uns mal weitersuchen. Hier muss es doch irgendwo einen Ausgang geben. Du musst doch irgendwo was hier rauskommen. Hier mit, aber die Rüstung, ey. Nein, die gucken, lassen ob wir hier da, vielleicht einen Ausgang nicht. Oder so finden. Ja, hier ja, geht's ja, hoch. Irgendwie müssen wir wieder rauskommen. So sollte man uns unbewacht hier lassen. Ich verstehe das nicht. Also ich war nicht unbewacht. Ich war die ganze Zeit in meinem Käfig. Hier geht's aber ins Wasser. Ja. Ja, von hier bin ich gekommen. Ach da geht's so, okay. Wie von zum Käfig. Dein Gefängnis? Ja, ich musste durch so ein Wasser hier tauchen. Was? Ich musste Werkzeug, ich hatte nichts und hab dann irgendwie war hier versucht, Baloui aus gefangen? Ein bisschen hier irgendwie ein Weg Brettern oder so? Was zu machen. Hier war, glaube ich, Baloui gefangen, oder, Baloui? Nein.
Wie? Das ist mir neu. Dann geht's hier weiter. Hier ist ein Weg. Vorsichtig, vorsichtig. Und leise. Langsam. Geh du vor, Kevin. Wir schicken immer Kevin vor. Ja, er hat auch die beste Waffe. Soweit alles ruhig zu sein, ich sehe hier keinen. Bloß nicht pusten. Vorsicht, Vorsicht! Zurück, 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 da hinten steht jemand. Da hinten steht jemand. Wer ist das? Wer ist das? Genau. Oh. Steht jemand. Guckt zwischen die Gitter. Stimmt, vorsichtig. Böser ist. Der bewegt sich auch, der bewegt sich auch. Vorsicht, ich schleiche mich ran an ihn. Erstmal der Rechtsraum. Mann, ey. Nicht gesehen. Nicht gesehen bis jetzt. Irgendwo einen Eingang finden oder kannst so. Kannst du dich nicht da durch? Warte mal, ich... Hey, wartet, wartet. Wenn der auch... Ich kann mich hier durchquetschen. Nicht, soll wenn ich er da auch nicht rauskommt, ist der vielleicht auch gefangen? Dann ist ja kein Böser. Ich mach euch Platz. Ich mach euch Platz. Ich mach euch Platz hier, dass ihr durchkommt. Ich hab durchgepasst. Vorsichtig, vorsichtig. Er hat uns bemerkt, er hat uns bemerkt. Er guckt uns an. Hallo? Hey, was machst du hier? Hallo? Bist du ein Drachenschänder? Wir haben die Rüstung gesehen. Wer bist du? Sag uns deinen Namen, los. Oh mein Gott, ihr seid meine Rettung. Hoffe ich. Wer bist du? Ich bin... Margo. Und von Beruf Drachenforscher. Ein Drachenforscher? Diese Monster haben mich gefangen genommen und mich gezwungen, an diesen Eiern Experimente durchzuführen. Eier? Da ihr mich befreit habt, könnt ihr diese Eier gerne mitnehmen. Ich möchte den edlen Kreaturen, die in den Eiern reifen, nichts weiter antun. Hast du das gehört, Balui? Eier! Aber Dracheneier. Ja, aber wie lässt man Drachen schlüpfen? Soweit ich herausgefunden habe, müsst ihr die hellen Dracheneier im Wasser legen. Ja, das diese stimmt. Diese dunklen, rötlichen Eier muss man sehr heiß machen. Dann erwacht in den Eiern das Leben und nach kurzer Zeit müsste ein Drache schlüpfen. Wenn ihr diese mit Fisch und Fleisch füttert, werden sie euch treue und große Gefährten abgeben. Behandelt die Tiere mit Ehrfurcht. Möchtest du uns vielleicht in unsere Stadt begleiten? Soll ich ihn mal fragen? Ja, also, wenn er auch ein Gefangener ist. Gerne schließe ich mich eurer Stadt an. Gebt mir ein bisschen Zeit, meine Sachen zusammenzusuchen und dann sehen wir uns in der Stadt. Aber gebt Acht, es gibt auch noch andere Städte mit Menschen, die in einem Gott namens Gaia dienen. Ich Gaia. Wusste es! Oh Mann! Oh nein! Diese Menschen töten, ohne vorher Fragen zu stellen. Geht ihnen einfach aus dem Weg. Wir sehen uns. Und nochmals vielen, vielen Dank. Ich hab's die ganze Zeit gesagt, Leute. Hab ich's nicht gesagt? Gaia steckt hinter all dem. Aber dass es noch eine Stadt gibt mit noch mehr Leuten, das macht mir echt Sorge. Wo sind die... Hier sind die Eier. Hä? Wo? Kannst du sie sehen? Hier. Auf dem Podium. Das sind genau zwei Eier noch. Ich sehe sie nicht. Vielleicht bin ich nicht würdig, diese Eier zu sehen, weil ich schon eins habe. Öffne mal diese Ständer unten drunter. Jetzt sehe ich's. Jetzt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich diese Bürde auf mich nehmen kann. Aber Basti hat schon einen Drachen und das ist ich habe meinen verloren. Und ich, du, das wäre, Balui, du wärst der Dritte. Balui, du bist derjenige, der es mehr als verdient hat. Aber ich brauche keine zwei Drachen, Kevin. Ich weiß aber nicht, ob ich dafür überhaupt die Kevin, Erlaubnis du bist der Friedenswächter, natürlich. Ja, aber trotzdem, ich habe Drachen getötet. Aber du hast dich geändert, Kevin. Nun, wenn der Drachenforscher sagt, die sind eh über, willst du sie hier stehen lassen, dass Revi sie findet oder sonst wer? Aber vielleicht wäre es auch vielleicht wäre es auch irgendwie eine Art zu zeigen, dass ich den Drachen gegenüber freundlich geworden bin. Ja. Und dass ich jegliche Vielleicht Vorurteile kannst du sogar Revi beweisen, habe. Dass Drachen friedliche Wesen sind. Okay, dann würde ich sagen, dann nehmen wir diese armen Kreaturen mit, Balui, und werden uns um sie kümmern. Ich nehme eins mit. Oh, ist das schwer. Oh. Müssen wir nur noch einen Weg hier wieder rausfinden. Ja, wir müssen nur noch gucken, wie wir hier rauskommen. Vielleicht geht's hier hinten weiter. Weiß es nicht. Einfach mal hier lang gehen. Ja. Vorsicht, Vorsicht. Da hinten leuchtet irgendwas. Seht ihr das auch dort schimmern? Was ist denn das? Wo sind wir hier überhaupt? Guckt euch mal diese ganzen Sachen hier an, die hier rumstehen. Hier, guck mal, das ist auch dieses Durchsichtige wieder, ne? Ja. Guck mal, da ist sogar was drinne, was... Ich hab keine Ahnung, was das darstellen soll. Aber das ist auch sehr eigenartig, dass sie hier so...
Sachen haben. Dieses durchsichtige Material haben und da Sachen drinne abfüllen, ne? Das ist sehr seltsam. Das sollten wir auf jeden Fall mal vielleicht für die Stadt im Hinterkopf halten. Soll ich mal so ein Ding mitnehmen? Mach das mal. Nimm mal eins mit. Mir ist was eingefallen noch. Lass noch mal ganz kurz zurückkommen. Ich hab was. Das ist mir aufgefallen. Hier. Seht ihr das? Ja! Das. Da hängen auch Dinge das drin. Das hatte mit, doch mit aus diesem, der Steinzeit schon mal. Oh, hier ist was. Das kann. Oh, guck mal, das hat sogar Snoppel drauf. Wartet mal. Oh, Kevin, geht's dir gut? Kevin, oh nein! Man sollte Kevin nicht einfach alles Moment essen, was man in die Finger kriegt. Hier, ist das. Und Mundgeruch hat er. Kevin, ruh dich aus erstmal. Ach, das gibt's gar nicht. Wir warten hier, bis es dir besser geht. Mir geht's richtig, richtig schlecht, Jungs.